Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Heute fahre ich für euch den neuen Nissan Leaf 2 mit dem 40 Kilowattstunden Akku. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Nissan Leaf ist grundsätzlich eins der meistverkauften Elektroautos der Welt, wenn nicht sogar das meistverkaufte. Es gibt ihn schon seit 2010, er wurde 7 Jahre lang gebaut bis 2017, wurde ein bisschen Modell gepflegt, auch mal Akku gepflegt. Am Anfang hatte das Auto einen 24 Kilowattstunden Akku und später dann einen 30 Kilowattstunden Akku. Seit 2017 gibt es dieses Modell hier, den Nissan Leaf 2, so würde man ihn nennen, der dann einen 40 Kilowattstunden Akku gleich an Bord hat und auch etwas mehr Leistung. 150 PS, 110 kW Leistung sind an Bord. Damit habe ich eine Beschleunigung von 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Das geht schon ganz anders zur Sache als bei dem ersten Nissan Leaf. Ja, was auffällt, zum einen hat man technisch aufgerüstet. In dem neuen Nissan Leaf gibt es doch einiges an elektronischen Assistenzsystemen mehr. Die beiden auffälligsten sind das E-Pedal. Dann habe ich hier so einen Knopf in der Mittelkonsole und mit diesem E-Pedal-Knopf kann ich einen anderen Fahrmodus aktivieren, bei dem ich das Auto, wenn ich das ein bisschen raus habe, nur mit dem Gaspedal fahren kann. Dann fährt er sich so wie zum Beispiel im BMW i3, da ist das ja ab Werk gleich so eingestellt. Ich kann dann den Fuß vom Gas nehmen und der Wagen verzögert so stark, dass ich zum Stillstand komme. Das ist in der Stadt ganz praktisch. Dort kann man dann, wenn man auf eine rote Ampel zufährt, so wie jetzt, einfach den Fuß vom Gas nehmen. Und wenn man das so ein bisschen rausgezirkelt hat, dann braucht man die Bremse wirklich gar nicht mehr. Wer das nicht möchte, hat wie gesagt hier eine Taste, einen Knopf und kann diese Funktion E-Pedal ausschalten und kann dann zum Beispiel segeln, was auf einer Autobahn ja wiederum ganz nett ist. Wenn ich den Fuß vom Gas nehme, dass nicht gleich hinten alle Bremsleuchten angehen und der Wagen Richtung Stillstand sich bewegt, ist für eine Autobahn tödlich, sondern ich will ja auf der Autobahn vielleicht eher dahin gleiten, wenn es bergab geht, den Fuß vom Gas nehmen und dahin rollen, dann schalte ich das E-Pedal aus. Ist ganz gut gemacht. Insofern kann man da etwas entspannter fahren, als wenn das fest eingestellt wäre. Das war der Grundgedanke bei dieser E-Pedal-Geschichte. Die zweite technische Funktion, die hier der neue Nissan Leaf 2 mit sich bringt, ist der Pro-Pilot, also eine Art, ja, bei Tesla nennt man das Autopilot, also ein Tempomat mit Abstandsradar und Lenkhilfe. Das heißt, auf der Autobahn kann ich einen Tempomaten aktivieren. Das Fahrzeug hält dann den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und bleibt in der Spur. Es lenkt aktiv, sodass ich die Spur nicht verlasse. Das System wird von Nissan ausdrücklich nur für Autobahnen empfohlen. Wenn man in der Bedienungsanleitung guckt, steht da nichts von Landstraße. Und ich glaube auch, dass es ganz geschickt ist, das nur auf der Autobahn zu benutzen, auch wenn es vielleicht auf der Landstraße auch funktioniert. Ich habe bemerkt bei diesem System, das zeige ich euch noch, dass wenn man damit Autobahn fährt, man relativ schnell eingreifen muss. Es sind vielleicht 10 Sekunden, die man die Hände vom Lenkrad haben kann. Also im Grunde genommen muss man bei dem System die ganze Zeit die Hand am Lenkrad haben. Und das System erlaubt einem so ein bisschen Assistenz. Man kann sich ein bisschen entspannen. Aber ein Autopilot, wo man dann mit verschränkten Armen im Sitz sitzt, das ist dieses ProPilot-System von Nissan nicht. Darf man also auch in der Hinsicht nicht erwarten. Grund genug, um mit dem Nissan kurz auf die Autobahn zu fahren, eine Abfahrt rauf, die nächste wieder runter und in der Zwischenzeit einmal diesen ProPilot auszuprobieren. Ich zeige euch das hier.
den ProPilot zu aktivieren, muss man die entsprechende Taste drücken. Das ist diese blaue, die sich auf der rechten Seite befindet. Dann bekommt man eine Einblendung im Bildschirm. So ähnlich wie bei Tesla mit so einem Lenkrad und so einem Abstandszeichen. Und dann stellen wir das ein auf 118 km/h, Tempomat. Und das Lenkrad daneben ist jetzt auch grün. Und das heißt, dass dieses ProPilot-System aktiviert ist. Jetzt nehmen wir spaßeshalber mal ein bisschen Druck vom Lenkrad. Das soll man nicht machen. Man soll also weiterhin die Hände am Lenkrad behalten. Aber ich habe jetzt hier nur so einen Finger und tatsächlich, zack, ist die Warnung da. Bitte einmal sich zu erkennen geben, einmal wackeln. Nochmal, Finger weg. Und schon ist er wieder da. Also es sind nur wenige Sekunden, die man praktisch die Hände vom Lenkrad lassen kann. Nochmal. Zack, sofort geht eine Warnung an. Würde man diese Warnung ignorieren, würde das Fahrzeug irgendwann anhalten und die Warnblinkanlage anschmeißen und davon ausgehen, dass der Fahrer nicht mehr reaktionsfähig ist. Nochmal, Finger weg. Und zack, ist die Warnung wieder da. Also das ist eine Erleichterung für die Autobahn, dass man sich ein bisschen entspannen kann dabei. Aber es ist kein Autopilot, wie Tesla das zum Beispiel immer behauptet. Das behauptet Nissan auch nicht. Es ist eine Unterstützung für den Fahrer auf langen Strecken, die das Fahren angenehmer macht. Ja, jetzt sind wir damit durch. Dann können wir von der Autobahn runter. Übrigens, Spurwechsel macht das System auch nicht mit. Wenn man die Spur wechselt, ist das System quasi, ja, so eine Art Override. Es ist überstimmt. Dann kann man den Überholvorgang zu Ende bringen und hinterher kann man das System wieder aktivieren und dann fährt er wieder aus seiner Spur geradeaus im fließenden Verkehr. Der neue Nissan Leaf startet ab 31.950 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung für die Standardversion. Mein Testwagen war eine Tekna Edition. Da liegt man dann schon bei 39.850 Euro Preisempfehlung. Mit an Bord in der Tekna Edition auch Ledersitze. Die sind sehr bequem und auch für längere Reisen sehr gut geeignet. Die Verarbeitung ist im ganzen Auto makellos. Auch hinten ist ausreichend Platz für drei Passagiere. Allerdings ist der mittlere Sitzplatz durch den Mitteltunnel etwas eingeschränkt. Ich weiß gar nicht so richtig, was da drin ist, eine Kardanwelle jedenfalls nicht. Das Kofferraumvolumen beträgt 435 Liter. Wer die Rückbank umklappt, hat 790 Liter Stauraum zur Verfügung. Die beiden Ladekabel sind links und rechts untergebracht. Was etwas stört im Kofferraum ist die Bose Box, auch ein Ausstattungsdetail der Tekna Edition, das Bose Soundsystem. Mit dem vielen Kunststoff, der im Innenraum verbaut ist, hat es auch eine Bose Anlage schwer, einen adäquaten Sound zu erzeugen. Ja, und dann das Display in der Mitte, 7 Zoll. Allerdings ist der schwarze Rahmen drumherum richtig dick, sodass das Display relativ klein wirkt in dem Auto, obwohl es ja schon recht groß ist. Die Menüführung ist ja an manchen Stellen nicht wirklich schlüssig. Ich finde es an manchen Stellen auch zu klein. Diese kleinen Kacheln sind während der Fahrt ein bisschen schwierig zu treffen. Davon abgesehen ist das Display schlecht ablesbar bei Sonneneinstrahlung. Die Navigation zeigt mir aber zuverlässig die Ladestation in meiner näheren Umgebung an und gibt mir auch schon erste Informationen und erste Details dazu. Der Elektromotor ist zusammen mit allen Nebenaggregaten, Ladegeräten und so weiter unter der Haube vorne untergebracht. Und wer genau hinschaut, der sieht, dass es genauso aussieht wie beim Vorgängermodell. Links der neue, rechts der alte. Bis auf die schwarze Kunststoffhaube sieht es doch ziemlich gleich aus, oder? Der Antriebsmotor im neuen Modell hat aber deutlich mehr Leistung, 110 kW, 150 PS und 320 Newtonmeter Drehmoment.
Ansonsten ist neu die Akkukapazität 40 Kilowattstunden. Die vorherigen Modelle hatten 30 Kilowattstunden und 24 Kilowattstunden. Da hat sich also eine Menge getan. Allerdings ist dieses Modell, dieser Nissan Leaf 2, auch wenn er von draußen anders aussieht, da komme ich gleich noch zu, konstruktiv in großen Teilen mit dem Nissan Leaf 1, dem bekannten Modell, identisch. Das bedeutet auch, dass die Akkubauform, die Akkugröße, dasselbe Format hat wie beim ersten Nissan Leaf. Zum einen kann man sich dann freuen, denn auf gleichem Bauraum hat man statt 24 Kilowattstunden dann 40 Kilowattstunden unterbringen können. Das heißt, da hat sich also in Sachen Batterietechnologie wirklich eine ganze Menge getan. Und man hat heute mehr Reichweite in dieses Auto hineingepackt. Nachteil ist, dass man in diesem Auto keine aktive Akkuklimatisierung verbaut hat. Das bedeutet, der Akku wird nicht gekühlt. Und dann ergibt sich ein Phänomen, das im Internet als Rapid Gate schon sehr lange kursiert. Und ich glaube, Björn Nyland hat das in einem seiner ersten Videos schon schnell festgestellt. Wenn man diesen Wagen fährt, dann erwärmt sich der Akku, die Batterie erwärmt sich. Das ist ganz normal. Kennt man von jedem elektrischen Gerät, das batteriebetrieben ist. Wenn man das Gerät richtig in Anspruch nimmt, dann wird die Batterie warm, wenn sie so ordentlich Strom liefern soll oder der Akku. Gleichzeitig, wenn man die Batterie oder den Akku auflädt, dann wird er auch warm. Und diese beiden Effekte addieren sich. Das heißt, ich fahre auf der Autobahn, der Akku wird warm, ich lade nach, der Akku wird wärmer und so geht es immer weiter. Und durch diese permanent ansteigende Betriebstemperatur des Akkus regelt irgendwann die Ladeelektronik runter. Und statt 50 kW Leistung im Gleichstrombereich habe ich vielleicht dann nur noch 20 oder sogar weniger zur Verfügung. Dann dauert der Ladestopp, der eigentlich mit einer halben Stunde geplant war, plötzlich anderthalb oder zwei Stunden und schon schnappt die Falle auf der Autobahn zu. Dieses Phänomen wird als Rapid Gate bezeichnet. Rapid von schnell, von Schnelllader. Und Gate, naja, alle Skandale heißen irgendwas mit Gate. Seit der Watergate-Affäre, aufgrund der Richard Nixon als amerikanischer Präsident am Ende zurücktreten musste, werden alle Skandale mit Gate bezeichnet. Es gab Lewinsky-Gate und sonst was Gate. Und nun gibt es eben Rapid-Gate, macht das ganze Jahr prägnanter, fassbarer. Und wir leben heute in einer Zeit von Keywords, von Schlagwörtern, von Abos und Likes. Insofern ist Rapid Gate der ganz große Skandal natürlich da sehr fördernd. Und dann ist es soweit, der Akku ist leer, also ab zur Ladestation. Hier auf dem Display stehen 50 kW Ladeleistung. Und wir werden mal gucken. Ich bin mit dem Auto jetzt schon eine Weile gefahren heute. Ich bin auch Autobahn gefahren. Und wir werden einfach mal schauen, welche Ladeleistung er mir anzeigt. Ich habe noch 8% Restkapazität im Akku. Die Batterie steht auf Mittel, also im Grunde genommen nicht heiß, nicht kalt, im Grunde genommen ideale Bedingungen. Und wir laden jetzt einfach mal und gucken mal, was die Wirklichkeit ist. Im Moment sagt mir die Anzeige 50 Kilowatt Ladeleistung, dann würde mein Akku in 38 Minuten zu 75% voll sein. Das ist das, was ich auch mitmachen würde auf einer Reise. Irgendwo mal einen Kaffee trinken, einmal austreten, eine halbe Stunde, 40 Minuten irgendwo laden. Und dann kann die Fahrt weitergehen. Wir gucken gleich mal, wie die Wirklichkeit aussieht. Wie gesagt, Rapid Gate heißt dieses Phänomen. Aber ich bin noch gar nicht weit gefahren. Ich habe praktisch noch gar nicht geladen. Ich bin jetzt nur gefahren und der Akku ist leer. Ich müsste jetzt das erste Mal laden. Wir gucken mal, wie weit er jetzt schon beim ersten Mal die Ladeleistung reduziert. Ja, und dann bin ich rangefahren an eine Ladesäule von Allego, die in Hamburg am Großmoorbogen steht. Der eine oder andere kennt die vielleicht. Das ist der Ladeanschluss vom Nissan Leaf. Rechts die Wechselstromvariante mit dem Typ 2 Stecker einphasig. Links der CHAdeMO-Stecker für die Gleichstrom-Schnellladung, den wir jetzt benutzen wollen. Der blaue hier ist der passende Stecker an dem Triple Charger. Triple, weil da drei Stecker dran hängen. Der Lader kann aber tatsächlich nur zwei Sachen zur gleichen Zeit, nämlich einmal Gleichstrom und einmal Wechselstrom. Wir nehmen Gleichstrom und müssen uns jetzt
autorisieren mit dem Chip an der Ladesäule von Allego. Und wie man sieht, sieht man nichts, es passiert nichts. Die Ladesäule ließ sich mit dem Ladechip nicht freischalten. Mein Verdacht war, dass es an dem Plug-Surfing-Chip liegt, der da mitgeliefert war, der zum Auto gehörte. Vielleicht probieren wir mal was anderes. Ja, das Wackeln ist das Kram in der Hosentasche nach der Maingau-Karte. Mal als Alternative und wie ihr seht, geht auch nichts. Dann die App, Maingau-App, Vorgang starten. Man kann ja auch eine Ladesäule mit einer App freischalten, muss nicht unbedingt die Karte ranhalten. Und irgendwie sieht es auch ganz gut aus. Ich kann die Ladung beginnen, den Knopf starten drücken. Los geht's. Tja, und in 6 Sekunden, das ist schneller als das Auto von 0 auf 100 ist, ist auch die Ladung zu Ende. Wutentbrannt habe ich das hier abgebrochen. Ihr seht es, nicht mehr ganz so zielsicher in der Führung des Ladesteckers. Ich war an der Stelle echt sauer. Und das ist etwas, was Elektroautofahrern häufig passiert. Auf unserer eCannonball haben mir die Fahrer der Nicht-Teslas berichtet, dass ungefähr bis zu ein Drittel aller Ladesäulen kaputt sind. Ja, schön, dass ihr das mal so live im Video ungeschnitten, ungefiltert miterlebt habt. Eine Säule, mit der ich normalerweise selten Probleme hatte, wenn ich sie dann benutzt habe für Tests, fängt plötzlich an rumzuzicken. Der Chip geht nicht, die Karte geht nicht von 2 verschiedenen Anbietern. Am Ende ging es mit der Maingau-App, konnte man die Säule tatsächlich freischalten, aber ihr habt eben gesehen, die Ladung brach sofort ab, Säule gestört, Ladevorgang kann nicht geladen werden. Und dann stehst du da und hast nur noch 8% Restreichweite, 8% Akkukapazität und das ist natürlich dann insgesamt schon ein komisches Gefühl. Zum Glück sind hier mehrere andere Trippellader in der Nähe. Aber ich kann natürlich jeden verstehen, der sich bei so einer Situation sagt, bevor ich mir ein Elektroauto kaufe, muss das geklärt sein. Und tatsächlich, das ist auch eines der ganz großen Probleme, die Ladeinfrastruktur. Ich finde, die Reichweite des Autos ist nicht so entscheidend, weil irgendwann müssen sie alle an die Ladestation. Und wenn das da vor Ort dann nicht klappt, wenn du da stehst, du hast nicht die richtige Karte dabei, die Säule funktioniert nicht oder da parkt irgendeiner vor oder irgendwas, dann nervt's. Und das ist etwas, was dringend gemacht werden muss, wo man relativ dringend sich überlegen muss, will ich eigentlich, ja, so, der ist gleich vorbei, will ich eigentlich Elektromobilität in Deutschland wirklich fördern? Soll das hier abgehen? Dann muss man was tun, Ladeinfrastruktur ausbauen. Kommt ja jetzt auch mit Firmen wie Ionity und so weiter, das läuft ja nun langsam an. Aber auch hier im städtischen Bereich, hier in Hamburg, mache ich euch sicherlich nochmal einen Film drüber, wie die Stationen hier aussehen. Ein kunterbuntes Durcheinander, einige sind beschriftet, andere sind, ist der Boden bemalt, bei dritten ist gar nichts, es wird überall zugeparkt oder sie gehen nicht. Es ist also ein fröhliches Durcheinander. Wenn man das so mit Tankstellen hätte, dass man an eine Tankstelle rankommt und der Tankwart zuckt mit den Schultern und sagt, hab keinen Sprit mehr oder Diesel habe ich nicht, ich habe nur Benzin, dann würden die Leute auch auf die Barrikaden gehen. Und so ist es für uns Elektroautofahrer auch. Ich möchte ganz normal an mein Ziel kommen. Laden nervt, kann mir einer sagen, was er will. Ladestopps nerven. Und insofern wollen wir sie natürlich so kurz wie möglich halten und so geschmeidig wie möglich soll das laufen. So, da vorne ist die nächste Ladesäule und ich kann euch bei dem Pulk von Autos, der da jetzt steht, schon sagen, dass das wieder schief gehen wird. Denn da stehen so viele davor, das wird gleich mächtig zugeparkt sein. Gehe ich mal fest von aus. Mal gucken, wie wir da an die Säule rankommen. Ist auch immer wieder ein Ärgernis hier im innerstädtischen Bereich mit zugeparkten Säulen, mit, ja, ich will doch nur kurz irgendwo Brötchen holen. Und dann stehst du da und wartest auf denjenigen, dass er sein Auto wegfährt. Bin ich mal gespannt. Da steht auch wieder ein Drive Now i3 dran. Die Dinger werden da abgestellt an den Ladesäulen und werden dann 3 Tage später wieder ausgeliehen und blockieren, solange die Säule, obwohl man da nur 2 Stunden stehen darf. Also ist auch so ein, alles so ein Thema für sich. So. Jetzt gucken wir mal. Hier ist schon wieder Chaos. Da steht ein Hermeswagen, der parkt die zu.
Und hier brauchen wir gar nicht gucken, denn da steht ein Drive Now und der Drive Now, zeige euch das mal. So, hier ist alles dicht. Da kannst du dann rein. Da steht leider aber ein Drive Now. Der steht da keine Ahnung wie lange. Und da die Säule ja nur eine Sache kann, in Sachen Gleichstrom, müssen wir uns jetzt die nächste Säule suchen. Zur Entschuldigung muss ich aber sagen, dass der Nissan Leaf am Abend vorher hier anstandslos geladen hat. Es liegt also nicht am Auto. Dann auf zur nächsten Säule. Glücklicherweise liegen die ja recht dicht beieinander. Das ist das Gute in Hamburg. Das Schlechte ist, wenn sie nicht funktionieren. Wie gesagt, es liegt nicht am Auto, es liegt an den Ladesäulen. Und der Wagen zeigt weiterhin an, bei 50 kW wäre er in 39 Minuten zu 75% voll. Das klingt doch gut. Das, was jetzt kommt, kennt ihr schon. Aussteigen, Ladeluke vorne aufmachen, den richtigen Ladestecker auswählen. Ladesäule freischalten und dann müsste es eigentlich losgehen, oder? Ja, dieser spannende Moment, ob die Ladung nun losgeht oder nicht, das finde ich ehrlich gesagt extrem nervig. Das ist eine Spannung, die ich im beruflichen Alltag nicht brauche. Vor allen Dingen seht ihr hier, dass ich schon auf 5% runter bin. Eben waren wir noch bei 8 auf einer anderen Ladesäule. Man muss sich also tatsächlich etwas Strom aufbewahren, um im Notfall noch Plan B und eventuell auch Plan C anfahren zu können. Also noch die nächste oder übernächste Ladesäule. Hier geht's aber jetzt los. Aktueller Stand beim Laden. Ich bekomme 42, 43 kW Ladeleistung an dieser Säule. 50 wären theoretisch möglich. 43 gibt sie mir oder nimmt das Fahrzeug entgegen. Das finde ich aber schon sehr ordentlich. Wir haben eine relativ geringe Außentemperatur von 6 Grad. Ich habe das Fahrzeug vorher schon ungefähr 60 Kilometer gefahren, davon alleine 50 auf der Autobahn mit Tempo 120 bis 140. Bei dieser Außentemperatur stellt sich dieser Rapid-Gate-Effekt anscheinend noch nicht so stark ein. Wir werden gleich mal gucken, wenn das Fahrzeug geladen hat, ob der Akku dann wärmer geworden ist, weil das ist ja einer der Bausteine von diesem Rapid-Gate-Effekt. Jetzt im Moment für, ich sag mal, normal fahren und dann einmal laden, finde ich das absolut in Ordnung. 43 kW, da mache ich einen Haken dran und da bekomme ich die Ladeleistung, die ich auch erwarte. Diese Prognose hier sagt mir, dass mein Akku in 36 Minuten zu 75% aufgeladen ist. Das wäre der Punkt, da würde ich dann den Ladestecker ziehen und weiterfahren wollen. Das finde ich alles okay. Ich finde, das funktioniert. Also zumindest bekommt man ja anscheinend so viel Strom, dass man einmal laden kann. Dass man also sagen kann, ich fahre den Akku einmal leer. Also 200 Kilometer ungefähr kommt man mit diesem Auto. 200, 220 Kilometer ist so die Praxisreichweite mit diesem Nissan Leaf 2. Wenn ich den danach einmal laden kann, dann habe ich ungefähr 400, 440, 450 Kilometer Reichweite, so Maximum. Und ich sag mal, damit kommen die meisten Leute wirklich aus. Und wenn es dann wirklich von Hamburg nach München gehen soll, ja, dann muss man aufpassen mit dem Nissan Leaf 2. Aber an und für sich, für unterwegs einmal laden, ist das im Grunde genommen völlig in Ordnung. Mag sicherlich auch der Außentemperatur geschuldet sein. 6 Grad haben wir hier, wie gesagt. Wenn ich das im Sommer mache, bei 30 Grad im Schatten, wo die Kühlung gar nicht so stark funktionieren kann, weil der Akku ja nur mit Fahrtwind gekühlt ist und der Fahrtwind ist dann eben auch schon 30 Grad warm. Ich glaube, dann sieht es anders aus. Aber jetzt hier im Moment wäre ich völlig zufrieden. Und am Ende haben wir dann noch den gespielten Witz. Zweimal hat auch diese Ladesäule die Ladung abgebrochen mit unterschiedlichen Fehlermeldungen. Eine Ladung war am Ende auch nicht möglich. Und deshalb habe ich den Leaf dann zu Hause aufgeladen mit Wechselstrom an meiner Wallbox. Die gibt 22 kW Leistung ab, aber wie ihr gleich im Display seht, nimmt der Leaf daraus 6 kW.
Hinter der Windschutzscheibe sind drei LEDs, sodass man auch von draußen gucken kann, ob der Wagen voll aufgeladen sind. Im Moment blinkt nur eine, der Wagen ist fast leer. Und hier seht ihr es, 6 kW Ladeleistung. 7,5 Stunden braucht es, bis er voll ist. Also, von draußen sieht er ganz anders aus. Und das ist auch gewollt. Man hat von draußen eine, ja, sagen wir mal, etwas normalere Nissan-Optik gewählt. Dieses Auto kannst du so in ein Nissan-Autohaus stellen, zwischen all die anderen Nissan-Modelle. Und wer es nicht kennt, würde nie drauf kommen, dass das ein Elektroauto ist. Und ich glaube, das war der Effekt, den sie auch wollten. Der erste Nissan Leaf, der war ja so sehr rund, mit auffälligen Heckleuchten, geschlossene Front. Das Teil sah sehr spacig aus und ich glaube, dass für Hersteller wie Nissan der Punkt gekommen ist, wo man dieses Abgrenzen mit dem Elektroauto nicht mehr will. Elektromobilität ist heute ein Stück weit normal, also warum muss der Wagen so viel anders aussehen als der normale Nissan? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee dahinter. Insofern sieht der Wagen von draußen deutlich konservativer aus, es sieht sehr schick aus, aber man sieht eben das Thema Elektro auch nicht mehr an. Von drinnen muss ich sagen, als erstes die Sitzposition, was mir auffällt. Da muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Ich sitze in diesem Auto deutlich zu hoch. Ich kann es nicht erklären, es ist, irgendwie stimmt die Ergonomie nicht. Ich sitze relativ hoch oder Armaturenbrett und so ist alles zu niedrig, eins von beiden. Ich glaube, der Sitz ist zu hoch, er lässt sich nicht weiter runterstellen, habe ich schon probiert. Er geht nur noch höher, was ich nicht will. Ich sitze sehr hoch, finde ich. Ich bin 1,79 Meter, also auch nicht besonders super groß, auch nicht klein. Absoluter Durchschnitt und wie gesagt, ich finde, es ist zu hoch. So. Von der Ergonomie, ich habe ein Zentraldisplay hier, ist ein ganz interessanter Mix. Auf der einen Seite ist es ein LCD-Display, was mir viele tolle Sachen anzeigt, wo ich Menüs abrufen kann, Grafiken und so weiter. Und rechts daneben ein konventioneller Tacho. Also das ist kein Digitalinstrument, was mir ein Tacho mit Zeiger nachahmt, sondern das ist richtig ein Tacho mit Zeiger wie vor 20 Jahren. Da kratzt man sich jetzt ein bisschen im Kopf, warum man in ein Elektroauto ein mechanisches, naja, mechanisch wird es nicht sein, es ist ein elektrisches, aber so ein mechanisch anmutendes Instrument einbaut. Verstehe ich nicht. Dadurch habe ich auch so eine Asymmetrie hier vorne drin. Das Display ist so links, rechts dieser Tacho. Ich finde es optisch nicht so glücklich gelöst. Ich weiß auch nicht ganz, was es sollte. Auch hier wahrscheinlich wieder so ein bisschen, dass man sich so vertraut vorkommt, dass man nicht zu viel Neues hat. Das könnte es sein. Aber ich finde, das hätte man deutlich besser lösen können mit einem zentralen Display, auf dem man ja von mir aus so ein Tacho auch abbilden kann, aber dann hat man eine gewisse Symmetrie. So finde ich, ist vor meinem Auge immer ein bisschen Unruhe. Aber das ist meine persönliche Meinung. Kann ja jeder anders sehen. Ich finde, wie gesagt, dass dieser Tacho so hier nicht reingehört. Nun denn, Lenkrad ist verstellbar, allerdings nur in der Höhe. Wo ist es? Ich stehe gerade an der Ampel. Wo war es denn? Hier unten, da. Ich kann es nur hoch und runter verstellen. Ich kann es aber nicht weiter zu mir ranziehen, was auch wieder dafür sorgt, dass ich nicht so ganz zufrieden bin mit der Sitzposition. Das Lenkrad ist mir ein Tick zu weit weg und auch zu niedrig. Genauso wie die Armaturen eben. Dann habe ich in der Mitte ein großes Display, das ist auch berührungsempfindlich, Touch-Display für die Navigation, für Audio und alle Informationen. Das ist sehr gut gemacht. Allerdings, was mich daran stört, ist, dieses Display hat eine Neigung und zeigt im Grunde genommen da oben an die Decke. Also wenn ich da oben an der Decke, wo ich sag mal ein Schiebedach wäre, wenn ich da meine Augen hätte, dann würde ich gut und genau gerade drauf gucken. Habe ich aber nicht. Ich sitze hier unten und links, das heißt, ich gucke mit zwei Winkeln in dieses Display. Zum einen gucke ich von links rein und zum anderen gucke ich gleichzeitig noch von unten hoch. Ich gucke also sehr schräg in dieses Display. Hat zur Folge, wenn die Sonne hier ins Auto scheint, gibt es Momente, da kann man das Display gar nicht ablesen. Also da kann man gar nicht sehen, was auf dem Display steht. Zweiter Punkt, ich finde es ein bisschen klein. Es ist wahrscheinlich gar nicht so klein, aber es ist ein riesengroßer schwarzer Rahmen drum, der das Display so ein bisschen klein aussehen lässt. Auch wenn das wahrscheinlich völlig ausreichend ist. So, und darunter sind dann die gängigen
Buttons für Klimatisierung, wie man es vom Nissan kennt. Dann der Startknopf, Sitzheizung, USB-Schnittstelle, auch für ein Telefon. Das Fahrzeug hat Apple CarPlay. Ich glaube, es hat auch Android. Ich kann das immer nicht ausprobieren, weil ich kein Android-Telefon habe, sondern ich habe nur ein iPhone. Deshalb kann ich immer nur Apple CarPlay ausprobieren. Aber Apple CarPlay geht hier ganz gut. Und bei dem neuen Apple CarPlay kann man ja auch mit Google Maps navigieren. Und das fand ich sogar von der Funktionalität besser als das Navi hier. Das Apple Navi-Karten finde ich Müll. Er sagt mir auf der Autobahn A7 immer, das sei die Käsestraße, und ich fahre dann auf der Käsestraße. Echter Müll. Google Maps finde ich in Ordnung. Das hier geht so. Hat aber den Vorteil, diese Onboard-Navigation, dass sie auch Ladesäulen kennt und dass sie mich berät und mir assistiert, wenn ich irgendwo hin will und ich laden muss, dass sie mir Ladesäulen vorschlägt und mich auch dahin führen kann und mir auch erste Informationen gibt, was ich da brauche, um aufladen zu können. Ja, und dann habe ich hier in der Mittelkonsole den E-Pedal-Schalter, einen Eco-Schalter. Der Eco-Schalter ist nur da, weil diesem Fahrzeug die Einparkautomatik fehlt. Die gibt es als Aufpreis zu bestellen an Parkpilot. Dann kann man da drauf drücken, dann parkt das Auto automatisch in Parklücken ein. Und der Knopf für diesen Parkpilot ist dann genau dort, wo jetzt hier bei meinem Auto der Eco-Schalter ist. Also hat mein Auto diesen Parkpiloten nicht. Ja, und darunter der Fahrstufenschalter, das ist dieser kleine, knuffige, runde Knopf, den man auch schon von dem Vorgänger, von dem Nissan Leaf 1 kennt. Der hatte das auch schon. Und das ist natürlich nur ein elektrischer Schalter, keinerlei Mechanik. Man kann den in einem bestimmten Schema bewegen. Das Schema ist da oben abgebildet. Also nach links und oben ist der Rückwärtsgang, nach links und unten ist Fahren. Und wenn man nochmal nach links und unten geht, dann ist er auf B wie Brake. Das heißt, dann rekuperiert er. Das ist die Vorstufe zu dem, was dieser E-Pedal-Schalter macht. Mit normal auf D segelt man, wenn man den Gas wegnimmt. Auf B rekuperiert man. Und mit dem E-Pedal rekuperiere ich so stark, dass ich zum Stillstand des Autos komme, an der Ampel zum Beispiel. Ja, von daher ist das alles ganz einfach. Dann gibt es hier noch so ein paar Ablagen. Mittelkonsole, Handbremsschalter. Und dann kommen hier an der Sitzlehne noch die Schalter für die rückwärtige Sitzheizung. Die haben hier in den Wangen meiner Rückenlehne ihren Schalter, sodass sie von hinten auch die Sitzheizung sich einschalten können, ohne dass sie hier vorne eingreifen müssten oder mich als Fahrer fragen. Das finde ich beim Tesla immer so lustig. Wenn man einen Tesla mit einem Kaltwetterpaket hat, hat meiner nicht, aber dann muss man praktisch, als wenn man hinten sitzt, immer den Fahrer fragen. Kannst man die Sitzheizung anmachen, kannst man eine Stufe stärker machen, eine Stufe weniger. Das ist natürlich dann irgendwann nervig. Hier kann man hat man einen eigenen Schalter oder einen Schalter, an dem man selber rankommt. Ja, wenn man im Dunkeln fährt, ist das hier alles ganz toll beleuchtet und in Szene gesetzt. Was mir da auffiel, ist fast alles beleuchtet, nur dieser Fahrstufenwahl. Schalter in der Mitte nicht. Das Schaltschema da drüber ist beleuchtet, aber dieser Knopf, der ist nicht beleuchtet. Schade. Das ist sowieso so etwas, was sich an vielen Stellen für mich durch dieses Auto zieht. Es gibt viele tolle Sachen, aber es kommt mir so vor, ehrlich gesagt, als wenn es an der einen oder anderen Stelle nicht zu Ende gedacht worden ist. Also, ob es jetzt nun das Teil ist, was nicht beleuchtet ist, die Sitzposition. Es sind viele kleine Sachen, wo ich sage, ja gut gemacht. Aber das hättet ihr noch einen Tick weiterdenken können und noch einen Tick besser machen können. Das Display hier, die Menüführung des Displays, es ist alles sehr aussagekräftig. Man kann hier sehr viel sehen und sehr viel drücken und sehr viel machen. Es ist aber auch unheimlich viel Information auf einem Haufen. Ich will nicht sagen, dass das verwirrend ist, aber man muss sich schon ziemlich durchfuchsen hier durchs Menü, was während der Fahrt eigentlich schon schwierig ist. Also Einstellungen während der Fahrt eigentlich schwierig möglich, auch wenn das hier vor den Augen passiert. Ja, insgesamt muss ich sagen, der Wagen fährt absolut einwandfrei, macht richtig Spaß. Die 7,9 Sekunden versprechen
Im Prospekt finde ich eine sehr sportliche Fahrleistung. Das klingt ja schon so fast Richtung BMW i3, sage ich mal. Allerdings im Vergleich zum Beispiel zum i3, der i3 ist doch eine Ecke spritziger als dieses Auto hier. Das mag zwar zackig sein auf dem Prüfstand, aber das kommt, wenn man im Innenraum fährt und also damit fährt, im Innenraum sitzt und fährt oder gefahren wird, kommt das nicht so rüber. Es ist immer noch ein relativ bequemes Auto, es ist kein Sportwagen. Nicht so hibbelig, so auf dem Sprung wie ein BMW i3, sondern es ist eher etwas, ja, mehr wie so ein E-Golf. Etwas gefälliger, etwas ruhiger, etwas unaufgeregter. Die Beschleunigung ist da, aber sie ist nicht so, dass es so einen Punch gibt, sondern alles sehr angenehm gemacht, sehr unaufdringlich. Es bringt mich völlig unaufdringlich an mein Ziel, das Auto. So, es gefällt mir gut.